Ich bin jetzt auf dem Weg zum Tailor, also zum Schneider. Ich war heute Morgen schon da, habe aber die Kamera nicht mitgehabt. Bin wieder mit dem Fahrrad gefahren und habe danach so ein bisschen eine Tour durch Hoi An gemacht. Deswegen blende ich euch hier nachher ein, zwei Bilder ein. Und ja, jetzt bin ich bei der zweiten Anprobe. Zur zweiten Anprobe muss ich für zwei Kleider. Und habe gedacht, ich nehme euch jetzt gleich einfach mit. Und dann hoffe ich, dass die Kleider gut aussehen und dass das alles passt und ich nicht nochmal dahin muss, weil es sind 35 Grad wieder. Ich bin heute natürlich, ich habe mich diesmal eingecremt, aber ich habe natürlich noch gar keinen Hut gekauft. Und ja, deswegen war danach eine Abkühlung ganz gut. Und dann sehen wir uns gleich. Damit ihr jetzt mal seht, dass ich nicht immer nur rumlaufe, nehme ich euch jetzt mit, weil ich fahre nämlich jetzt Fahrrad. Und dann seht ihr jetzt auch ein bisschen gleich von Hoi An und dann melde ich mich bestimmt gleich nochmal wieder. Also, viel Spaß! Fahrradfahren, die andere mit der Kamera bedienen und dann noch bremsen, weil die dann einfach vor einen halten, ist total schwer. Und was mache ich natürlich wieder? Ich fahre mit Flipflops Fahrrad. Ich glaube, das war keine so geile Idee. Aber mal gucken.
Feierabend und ich fahre hier immer noch mit dem Fahrrad rum. Nein, nicht die ganze Zeit, sondern ich war jetzt gerade beim Schneider. Jetzt kann ich mir kein Essen mehr leisten, weil, nee, Quatsch, die Kleiderkosten zusammen, what's going on hier? Die kosten zusammen $150, also $75 für jedes Kleid, das sind so umgerechnet 69 Euro. Und das ist fertig von innerhalb von anderthalb Tagen, nach meinem Wunsch, mit meinen Farben und meinen Stoffen. Also, ja, sehr krass. Und guck jetzt mal, ob ich gleich irgendwo was zu essen finde. Das ist halt das Blöde, wenn man immer über Kreditkarte bezahlt. Beim Endeffekt, ja, du gibst die Kreditkarte hin und entscheidest dich, ja, bezahlt mal. Und ja, das Geld fließt einem nach einer Zeit halt doch aus den Händen. Aber ich finde, so zwei Kleider aus Vietnam mitzunehmen, klar, es hätte auch eins sein können. Ich nehme aber gleich zwei, weil wenn ich nachher in Australien bin oder generell irgendwie mal raus will, abends Party machen oder sowas, sind halt Kleider schon angebrachter. Und da ich keins mitgenommen habe, weil die mir nachher alle nicht mehr passen zu Hause, habe ich gedacht, lasse ich die jetzt halt einmal ins Fett anschneidern. Ja. Und jetzt zeige ich euch einfach noch so ein bisschen Hoi An bei Nacht. Ich habe mich total in Hoi An verliebt. Ist total geil, mit dem Fahrrad hier rumzudüsen. Macht mega fett. Und ich nehme euch jetzt einfach mal mit im Dunkeln. Zurück, weil ich gedacht habe, alles aus dem Backpack rausräumen ist ja scheiße. Ich habe da ja zwei Kleider liegen, die ich anziehen kann. Und dann gab es ein Problem. Und zwar, wenn man alleine ist und ein Kleid anziehen will und einen Reißverschluss hat, kann das sehr schwierig sein. Das Gute an meinem Kleid ist, dass das so locker geschnitten ist, dass ich das hochziehen kann und dann einfach den Rest mit so Überarm hochziehe. Das geht auch, wenn man dick ist. Ich sag euch das, das funktioniert. Ja, und deswegen gehe ich jetzt mit meinem schicken neuen Dress. Ich hoffe, ich sehe da drin nicht schwanger aus. Ich könnte da drin schwanger aussehen. Ich sehe wahrscheinlich da drin schwanger aus. Ja, egal. Das ist ja wurscht. So, ich habe jetzt auf jeden Fall das eingezogen, weil das die einfache Variante ist. Und gehe jetzt und dann kann was essen. Mal passt ja noch ein bisschen was in mein Kleid rein. Ich hoffe, ihr habt auch was Leckeres zu Hause zu essen. Hallo zurück. Ich sitze hier gerade beim Essen und habe das komplette Restaurant für mich alleine hier im Hotel. Weil hier sind zwar Deutsche, die sind aber auch alle unterwegs und ich hatte ja gar keinen Bock heute rauszugehen oder nochmal ein Fahrrad zu nehmen und dann rumzufahren. Jetzt bin ich hier komplett alleine im Restaurant. Das ist schon ein bisschen spooky, weil das hatte ich auch noch nicht. Ja, ich zeige euch jetzt mal gerade mein Essen. Das ist Chicken.
Steel Chicken with Rice and dann habe ich mir noch einen Caipirinha bestellt und da Happy Hours bekomme ich gleich zwei zum Preis von einem und ja, ich hoffe, ich bekomme gleich die Frühlingsräume. Eigentlich hatte ich mir als Starter Frühlingsräume bestellt, jetzt aber das Hauptgericht bekommen. Ich glaube, ich bekomme die Frühlingsräume gleich. Aber ich bin auch mega hungrig. Ich habe jetzt irgendwie so 2 Tage nicht so viel gegessen. Beziehungsweise gestern ja irgendwie, gestern habe ich gar nichts gegessen. Und deswegen bin ich jetzt echt schon, doch Süßes habe ich gestern gegessen, so Stangen. Aber ich bin auf jeden Fall hungrig. Hungrig. Und ja, jetzt genieße ich das irgendwie hier allein im Restaurant. Und wozu habe ich jetzt eigentlich Kleid angezogen, frage ich mich. Egal. Ich werde das Essen jetzt genießen und werde dann nach ins Zimmer gehen, was halt direkt einfach um die Ecke ist. Und werde dann noch ein bisschen chillen. Jetzt haben die extra für mich die Aircondition angemacht, weil hier ich schwitze schon wieder ein bisschen. Aber ansonsten ist es echt cool. Jetzt haben wir so ein bisschen. Das hier man sieht so ein bisschen das Restaurant. Es ist schon nice. Auf jeden Fall. Und ja, dann trinke ich jetzt noch meinen Caipirinha alleine und esse alleine und unterhalte mich einfach alleine mit dem Handy. Und das war's dann definitiv für heute. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, klickt doch einfach auf Gefällt mir oder lasst einen Kommentar unten, das würde mich freuen. Zum Beispiel die Frage, wie habt ihr die Kleider gefunden oder welches hat euch am besten gefallen? Schreibt es einfach unten rein, ich würde mich freuen. Und dann sehen wir uns morgen einfach wieder. Ciao!